Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir haben im letzten Part erfolgreich zwei Sachen bekommen per Auktion und haben uns dabei noch eine goldene Nase gespart. Ja, nicht nur verdient, sondern gespart. Ja, verdient eigentlich auch nicht. Trottel habe ja nochmal 20.000 Gil, so circa in etwa, gesammelt und ja, keine Ahnung, das war nicht so klasse. Auf jeden Fall, ich möchte mal schauen, ob die Dame hier irgendwas Neues für uns hat. Beziehungsweise wir haben irgendwie gar nichts mehr. Ne? Das wäre irgendwie gut, von allem vielleicht nochmal ein Teil zu haben. Für den Fall der Fälle, dass was geschmiedet werden kann. Vor allem die Sternenroute, die haben wir gebraucht. Wünschelroute, die haben wir schon. Hoppala, Entschuldigung, langsam. Weg da. So. Lamierflöte, Oberstock, Zauberdingens, Mitrill, Reitschin, da, 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 da. Magierpunkte nehmen wir mit. Allzweckwetter nehmen wir mit. Zauberkünste nehmen wir mit. Und mehr ist nicht. Gut. Für die. Das Ficht dort unten werden wir vielleicht auch mal besiegen, wenn wir wieder ein vollzähliges Team sind. Ich habe Angst, dass ich da abnippel. Wahrscheinlich kann es mir auch passieren. Auf jeden Fall, was wollte ich noch sagen? Wir haben im letzten Part eben den Mardein-Schild und den Dunkelkristall bekommen. Ja, nur, ja, Lili ist nicht dabei. Es ist halt ihre Bestie, Odin. Vielleicht können wir es ihr mal vorbeibringen. Da kann sie ja mal in ihrer Freizeit als Königin versuchen, diese Bestie zu lehren. Das geht auch. Keine Ahnung. Die werden sie herausfinden. Über die Meere. Über die Täler. Adliger Gentleman, vor kurzem ist es mir doch tatsächlich gelungen, eine lebensgroße Gryphons-Skulptur zu ersteigern. Oh, wirklich großartig. Die macht sich bestimmt prächtig in eurem Wohnzimmer. Nun ja, ein wenig zu prächtig muss ich das so, also wenn ich das so sagen darf. Ich musste eigens ein Zimmer bauen lassen, stellen wir es vor, um ihre Pracht gerecht zu werden. Hoho, was man nicht alles tut. Ach, was das wieder kostet, also nein. Wir überlegen ja auch gerade, ob wir uns nicht eine weitere Skulptur zulegen sollen. Vielleicht die eines Behemoth und dazu dann gleich noch eine passende Zweitwieder. Ach, was das wieder kostet, also nein. Hohoho, wirklich köstlich? Uff, irgendwie haben es diese Stadtmenschen auch nicht leicht. Ich dachte, die beschäftigen sich mit lustigeren Dingen. Also sowas. Der vierarmige Günther. Ich sehe dich, du Ferkel. Kupopo. Kupo? Hallo, was machst du da? Hey, du süßer Fratz da. Oh, der Angsthase von vorhin. Das ist aber ein bisschen hart. Außerdem habe ich auch einen Namen, weißt du? Ja, ich weiß, Angsthase. Ist recht. Aber sag mal, hast du nicht gerade was von lustigeren Dingen gemeint? Ja, ich bin eigentlich nach Treno gekommen, weil ich hörte, hier sei es lustig, aber... Und ob es hier lustig ist, spazier einfach dem fröhlichen Onkel hinterher. Keine Umstände, Eiko findet sich schon alleine zurecht. Baba, warte doch. Dreckjeder muss ich mir jetzt auch noch von so einer launischen Göre auf der Nase rumtanzen lassen? Ach was, ich schnapp sie mir jetzt einfach als Geißel und log so den Rotschopf aus der Reserve. Genau, hey, dann sahne ich das fette Kopfgeld für den elenden Kerl ab. Und ganz nebenbei mache ich mir noch einen Wahnsinnsnamen. Eiko hat keine Lust mehr, ich gehe jetzt. Was denn? Nicht so hastig. Also, willst du vielleicht was Leckeres zu essen oder sowas in der Richtung? Was Leckeres? Ja genau, was Leckeres. In Treno gibt es an jeder Straßenecke die feinsten Schlemmereien, glaub mir. Hast du denn schon mal Mousse... Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Mousse au Talon
Trenolo oder Seetangpasta probiert. Das heißt, das soll man reinern? Ja, das sagte ich doch bereits. Quina, wo kommst du denn her? Das heißt, das soll man reinern? Aber was bist du denn für eine Gestalt? Ich will jetzt sofort die ganze Sämereien essen lassen. Ja und? Was hab ich denn damit am Hut? Oh, du bist nicht zufällig ein Kumpel vom Rotschopf. Der hat wohl diese Weißwurst mit Beinen geschickt, um auf die Göre aufzupassen, war mir gemein. War nett mit euch. Wo sind jetzt die Sämereien dann? Alles eigenartige Vögel. Bobo. Nanu, diese vierarmige Angsthase hat dir was fallen lassen. Chimärenreif. Super. Schon das zweite Teil von ihm bekommen. Warte, hier ist glaube ich noch ein bisschen zu früh, wenn ich hier lang... Oder? Nein, ja, vielleicht. Nein, passt schon. Gehen wir Karten spielen. Heute haben wir gesagt, heute gehen wir Karten spielen. Und hier ist eben das große Turnier. Ich hätte doch noch speichern sollen. Ich hoffe, dass es dann klappt, wenn ich versagen sollte, dass ich dann auf Fortführen erst bestimmt. Hallo. Noch ist es nicht zu spät. Tragt euch einfach in die Turnierliste ein. Wie jedes Jahr. So hat nun derjenige das Recht, gegen den Champion anzutreten, der 2 Siege für sich verbucht hat. Besiegt ihr den Champion, so erwartet euch ein luxuriöser Preis. Sag mal, was ist denn der amtierende Champion so für einer? Ein 1000-Sasser von einem 1000-Sasser. Nicht doch so ein 1000-Sasser? Das wisst ihr nicht. Wenn ich's euch verrate, dann verschlägt's euch die Sprache. Verdammt, wer ist denn nun der Champion? Naja, also eigentlich ist es... Ja, ist denn das die Möglichkeit? Ein süßes junges Mädel und noch dazu in Matrosenuniform? Gegen die muss ich einfach spielen. Genau. Tragt euch also am besten gleich in die Liste ein. Geht klar, ich bin dabei. Auf meinem Weg ins Finale mache ich jeden Platz. Das werden wir erstmal sehen. Schön. Nachdem ihr nun offiziell angemeldet seid, tretet bitte durch die Tür da ins Stadion. Ihr bekommt dann automatisch euren ersten Gegner zugewiesen. Okay. Runde 1. Also Kartenturnier Runde 1. Gegner Dachbodenlug. Ah, ist das der in Alexandria gewesen? Hieß der nicht so? Auweia, und die kann das ja eh so gut. Tja. Wie war das nochmal mit dem Durchblättern? Das war zurück. Irgendeine Taste gab es zum Durchblättern. Das habe ich schon mal vollkommen vergessen. Nein. Irgendeine gab es zum Durchblättern. Ah, da, ich habe sie gefunden. Das ist die G-Taste. Heilige. Was habe ich denn alles für Karten überhaupt? Siege 2. Also überhaupt insgesamt. Das ist auch besonders viel, ne? Ich habe keine Ahnung, was ich nehmen soll. Karte. Boah, die schaut schön aus. Ein Titelschwert. Was haben wir da Schönes? Ach, und da? Und ja. Die wäre nicht schlecht. Die wäre auch gut. Zumindest von die. Ich würde sagen, die.
Probieren wir es mal. Tschak, 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 tschak. Wir fangen an. Wir beginnen. Ja. Schön. Ich würde sagen, so vielleicht. Okay. Ich würde sagen, so vielleicht. Jawohl. Scheiße. Jetzt stehe ich da auch noch? Hör auf! Warte. Die vielleicht? Tschüss! Wie geht das? Der hatte doch 12 Angriffe. Wieso verliert der? Ich verliere jetzt Vollgas. Aber Vollgas verloren. Frei, nimm mit die weg. Arschgeigen! Ich muss es auf die billige Art und Weise gewinnen. Ich habe es gerade noch durchgelesen. Ich muss es billigst gewinnen. Scheiße. Sehr gut, Pilzkart. Wenn ich jetzt zum Titelbildschirm zurückgehe, muss ich nochmal einkaufen gehen. Ja, hilft nichts. Probieren wir es mal. Vielleicht habe ich ein Trottelglück und wenn ich auf Fortsetzen gehe, dass ich... Aber ich glaube nicht. Dann werde ich maximal hier den Raum wieder verlassen dürfen. Das ist jetzt wieder ärgerlich. Ich hätte speichern sollen. Mache ich auch gleich. Werde ich auch sofort speichern tun, bevor wir hierher gehen, damit ich nicht nochmal einkaufen brauche. So ein Dreck. So ein Nein-Faschiste. Weg da. Kack, Mist, ich wusste, ich verhaus. Die sind nämlich richtig stark und ich habe keine Ahnung. Ehrlich, ich kenne mit dem ganzen Ding überhaupt nicht aus. Ich habe immer nur billig gewonnen. Mit viel Glück. Ich habe mich da auch nie ernsthaft näher damit befasst, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich war ja nur jedes Mal heilfroh, wenn das überstanden war. So, das müsste passen. Nix hier weg. Moglilein, ich muss nochmal speichern bei dir. Speichern. Ja. Bei dem Kartenturnier werde ich mir die Zähne ausbeißen, das spüre ich jetzt schon. Zum Glück habe ich meine dritten gleich daneben liegen. Die habe ich schon aus anderen Spielen zusammengesammelt, denn Zähne sammeln, das ist so eine Geschichte, das geht recht einfach. Ja, es gibt selten ein Spiel, wo du keine Zähne farmen brauchst. Oder sammelst oder kriegst irgendwie über Loot oder so. Also, gut. Mistverdammter Dreckverdammter. Ja, Active Time Event. Jawohl, das werden wir überspringen, wenn es geht. Bla 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 bla. Geht das auch so irgendwie? Mal muss ich es nochmal speichern. Ich hätte es jetzt erst speichern sollen, ich Idiot. So, ja. Alter, das war lang. Ich werde das nochmal speichern müssen, aus Sicherheitsgründen. Wenn ich nämlich nochmal versage, damit da nichts, damit wir das nochmal machen müssen. Scheißdreck. Mit dem Deppen da muss ich auch noch schnell quatschen. Dem da. Servus. Bla 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 bla. Karten kaufen brauche ich doch nicht. Hallo? Brauche ich nicht. Ach so. Okay, verstehe schon. Nix hier weg. Schnell speichern noch einmal. Und dann hoffen und beten, dass ich nicht schon wieder versage. Ich muss hoffen und beten. Ihr nicht.
Noch speichern. So, noch einmal. Dann sparen wir uns nämlich das ganze Gelaber und können gleich reinhauen. Genau. Reinlaufen zum Turnier und gut ist. Da, nochmal drüber speichern. So. Passt. So. Schön unsere Trancheleien speichern. Da muss ich echt schauen, dass ich ganz, ganz billig gewinnen kann. Und gut ist. Ja, bitte. Es ist sowieso alles glücksabhängig. Dachbude Luke. So, mal kurz das Mikro verschupfen. Ich stoße den mal an, es tut mir leid. So, nochmal. Ich werde die jetzt mitnehmen. Der G-Dingens war es zum Zurück- und Durchschauen. Jo. Ich werde probieren, die mitzunehmen. Was haben wir da noch Schönes? Ja, keine Ahnung, ob die stark sind. Ah, jetzt habe ich sie überblättert, ich Depp. Na, wo bist du? Die. Kampfbooting, hast du irgendwas Gescheites? Ich glaube nicht. Oh, Mastophant. Nehmen wir die noch mit. Und du, bist du was Brauchbares? Irgendwas für unten? Irgendwas fürs untere Eck wäre nicht schlecht. Skorpion. Oh, warte, der Vogel vielleicht. Ja, die eventuell. Nehmen wir es jetzt nochmal. Terra Master. Ich darf anfangen, das ist nicht gut. Ich würde sagen, den stecken wir dahin. Ah. Dann würde ich sagen, die Karte eventuell hier. Lower. Ins obere Eck geschmissen, ne? Bam, bam, baram. Ich habe keine Ahnung, wo ich was hin tun soll. Daran. Yes, yes, gehört uns. Nur, Die kommt dahin. Oh, oh je, Madonna. Oh je, Madonna. Oh je, Madonna. Yes. Yes. Ja! Bitte gewinnt. Na, na. Ja, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Super, super. Welche Karte nehmen wir? Welche Karte nehmen wir? Ich würde sagen, ja, da haben wir jetzt so wenig. Juhu. Glückwunsch zu eurem Sieg in Runde 1. Seid ihr bereit für Runde 2? Tretet ein und das geht sofort los. Das gehen wir speichern. Active Time Event schon wieder. Heimkehr. Oh, jetzt ist Vivi dran. Oh, das ging gut. Hier hat sich nicht viel verändert. Ich weiß noch, wie ich hier runtergeschaut habe und dann runtergeburzelt bin. Großvater war richtig erschrocken und ist mir gleich zu Hilfe gekommen. Mhm. Leide ich seitdem etwa an Höhenangst? Oh, hier ist ja alles verstaubt. Kein Wunder, hier hat bestimmt schon länger niemand mehr sauber gemacht. Am Ende hat Großvater auch nichts mehr gegessen, deswegen ist die Pfanne völlig verrostet. Ich weiß noch, als er sagte, wie, es ist... Ich habe die Geheimnisse des Essens ergründet, Mann. Sie sind sich wirklich ähnlich, Quina und Großvater. Puh, ob es vielleicht Quinas Großvater ist? Lauf. Das nächste Time-Event. In Gedanken an alte Zeiten.
Bierwagen. Ich entdecke hier ganz neue Seiten an dir. So friedlich das Wasser zu beobachten. Bist du vielleicht doch ein Schöngeist? Eigentlich hielt ich dich ja nicht für so eine Dummschwätzerin, aber da habe ich mich wohl geirrt. Du hast recht. Vielleicht färbt deine Gesellschaft ein wenig auf mich ab. Wer weiß. Du meinst sie, Dane? Übrigens, hast du gefunden, was du gesucht hast? Naja, ich suche ja eigentlich nach Informationen. Informationen über diesen Queer. Die Leute munkeln, der Besitzer dieses Auktionshauses hier, Baron King, könnte in Wahrheit Queer sein. Zumindest erzählen viele, sie hätten hier schon mal jemanden gesehen, auf den Queers Beschreibung durchaus passen würde. Aber ob das nun der Baron ist oder nicht, Tja, wer weiß das schon. Weißt du vielleicht etwas, mein Bester? Vielleicht. Aha, nun ich denke, ich werde als nächstes den Auktionator befragen. Wenn jemand genaueres über Baron Kings wahre Identität weiß, dann wohl er. Mach das. Übrigens, wie steht es eigentlich mit dir? Ich werde das Gefühl nicht los, du kennst dich in Treno bestens aus. Bist du letzten Endes vielleicht auch auf der Suche nach etwas, mein Bester? Auf der Suche nach etwas? Wonach könnte ein einfacher Leibwächter wie ich schon auf der Suche sein? Leibwächter? War ein ziemlich langweiliger Job, bis er eines Tages auftauchte, jedenfalls. Ich glaube, ich rede heute ein wenig zu viel. Warte doch bitte. Du bist nicht nur eine Dummschwätzerin. Nein, du schnüffelst auch noch gerne in anderer Leute Vergangenheit herum. Deine Vergangenheit? Die würde mich wirklich interessieren. Entschuldige, ich war wohl etwas aufdringlich. Würde mich wirklich interessieren. Deine Vergangenheit würde mich wirklich interessieren. Erzählst du sie mir? Vielleicht. Vielleicht. Ich möchte speichern. Flieg doch nicht weg, kleiner Mugri. Ich speichere. Speicherplatz 1, bitteschön. Und da ruf gleich. Ja, wir haben das nämlich fein gemacht. Ja. Fein. Und tschüss. Nächste weg. Und auf geht's zur nächsten Runde. Da sind wir doch glatt gespannt, wer der Champion ist, oder? Kartenturnierrunde 2, Gegner. Caligula Bishop. Okay, die nehmen wir mit. Ich glaube, die ist nicht so schlecht. Was habe ich denn eigentlich? Die vielleicht? Und irgendein Vogelfiech war das, ne? Wo war denn das? Du. Ich glaube, das passt so. Ich schon wieder. Gut. Was nehmen wir? Was machen wir? Ich würde sagen, du da. Sollte es nicht ablaufen. Ja. Ich glaube, das verlieren wir wieder. Ja, natürlich verlieren wir das. Ja. Hier verlieren wir das, keine Frage. Scheißdreck.
Ja, passt. Dann machen wir nochmal. Verb. Scheißen, Dreck, verdammte Optionen. Es ist echt nervig. Es ist so nervig. Aber ich muss das so machen, sonst verliere ich meine gesamten guten Karten. Und das ist nicht gut. Das ist nichts gut. So, nochmal. Tadam, Enter, Enter. Und Spiele laden. Spiel laden. Und hier, tada. Mann. Die sind richtig schwere Brocken, Scheiße. Die haben ordentlich Zunte. Jupp. Aber der hatte diese genau. Diese Sandgolem-Karte, ne? Die scheint doch stark zu sein. Vielleicht soll ich doch eher mehr auf die gehen. So, nochmal dasselbe Typi. Vielleicht sollte ich doch eher auf die da gehen. Ich werde trotzdem noch die nochmal mitnehmen. Der scheint echt stark zu sein. Wo ist denn dieser Sandgolem-Fuzzi? Da. Was hätten wir denn da für Karten? Ach du Heilige, die ist am besten. Ich würde trotzdem gerne die nochmal mitnehmen. Ein Drachi. Bist du ein starker Drache? Ich habe nämlich keine Ahnung. Ah ja, nehmen wir den vielleicht auch mit. Vielleicht die auch? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es einfach mal. Ja, die Karten sind stark. Sehr stark. Jawohl. Und wieder hier mit Nein. Was? Ja, sicher. Das gibt's ja echt nicht. Muss ich da noch irgendwelche Vorteile beachten? Jetzt bin ich nämlich hin. Kann ich schon aufgeben. Kann man hier vielleicht aufgeben? Ah, das muss man zu Ende spielen, ne? Ja, muss man leider zu Ende spielen. Komplett verloren. Zu 100%. Ja. Alle Karten darf man nämlich haben. Wenn er nicht alle Karten gewinnt, darf er alle haben. Das ist schlecht. Der ist zu stark. Ja. Der ist richtig stark. Der ist richtig, richtig stark. Das taugt mir gar nichts. Nochmal von vorn. Einen Versuch haben wir noch. Ich habe mir das Spiel zu einfach vorgestellt. Nicht gut. Nicht gut. Sandgolem-Karte und Vogel. Vielleicht kann mir die Hilfetaste da helfen tun. Vielleicht gibt es da irgendwie wirklich so Vorteile, Nachteile, von denen ich gar nicht was gewusst habe. Ich schaue mir das mal an. Das gibt's ja nicht. Das gibt's ja noch, dass wir das nicht hinbekommen tun. Herrschaft Zeit. Der Part ist auch zu Ende. Eine Runde geht noch. So, einmal verlieren ist noch drin. Ich könnte den heutigen Part Kartenchaos nennen. Das wird genau passen. Kann man da... Na, da gibt's keine... Da gibt's keine Stellungnahme dazu. Ich werde die trotzdem mitnehmen. Die auch, weil die viele Pfeile hat. Der ist nicht so gut. Ja, den halt wieder. Den Sandgolem da. Haha, ha, ha, das war einmal zu viel. Das war zu schnell gedrückt. Aber ich glaube, das ist eh nur... die Karte, ne? Die wirklich geht. Ja, und den halt noch. Probieren wir es halt nochmal. Entschuldigung fürs Fail. Das wäre mir echt lieb, wenn der Gegner anfangen könnte. Oje, Madonna. Es ist echt schwer. Wieso hat der... Kann man da echt nichts... Na, ich habe keine Ahnung, warum der so viel stärker ist, ehrlich gesagt. Wow.
war, glaube ich, ein bisschen knapp. Das kann man echt nur... Scheiße. Zu hoch gebockert. Ach, Mist, ey. Ach, Käse. Ja, dann halt im nächsten Part, ne? Vielleicht kriegen wir es dann hin. Na gut, ihr Lieben. Was sagst du echt immer? Oh, ihr habt verloren, das tut mir aber leid. Aber nicht verzagen, ihr könnt sofort eine Revanche verlangen. Tretet ein und versucht nochmal euer Glück. Wenn nicht, dann seid ihr ein Feigling. Sauer. Schön. Nach dieser herrlichen Fail-Party werde ich mich wieder von euch verabschieden. Ja, vielleicht haben wir im nächsten Part Glück und schaffen diesen Gegner. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer in das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!